Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims Let's Play Folge hier in San Myshuno. Das ist die Welt aus dem Großstadtleben Erweiterungspack und wir sind hier in den Alto Apartments. Ja, so sieht das aus. Ja, hallo. Hallo Hanna, hallo Lila. Riecht ja aber gut, ne? Letztes Mal wart ihr bei Svea, mit Svea unterwegs in der Fatwack-Gruppe und dann auch, ja, nochmal kurz zu Hause zu bist. Was hast denn du wieder dein Ballkleid an, Mädchen? Echt mal. Ja, lach nicht. Lach nicht. Hör auf zu lachen. Zieh mal hier deinen Alltagsoutfit an. Dankeschön. Wir müssen ja immer noch hier Level 10 erreichen. Ein gutes Fähigkeitenbuch schreiben über Archäologie und erfolgreichen Vortrag halten. Jenta, ja, du machst hier super Sachen hier in der WG hier, ne? Da kann man ja nochmal eins schnappen hier. Ist auch praktisch. Hätte ich auch gern. Man schnappt eins, dann sind trotzdem noch 4-4. Und dann schnappt ihr nochmal eins, komm. Ja, das ist leer. Ja, oh nee, Brownie hat Hunger. Hanna, bitte fütter den doch mal. Hier, echt mal, hier wieder. Wir brauchen jetzt unbedingt mal so einen komischen Automaten da. Jedes Mal ist das Ding leer irgendwie. Das Ding frisst uns hier noch alles. Hier von den Ohren hier weg. Ja, echt mal. Von den Ohren. Hi, wie geil. Und jetzt hier füsseln und zum Fressen rufen. Ja, genau, füsseln. Schüssel füllen und Brownie zum Fressen rufen. Jetzt aber. Kommst du mal hier hin, hier? Ja, du guckst mal die Aussicht an. Hammer, oder? Hammer ist doch Hammer, oder? Ja. Es latscht dir durch die Kamera durch. Und du spülst ihn mit Handschuhen? Wie praktisch. Immer die stinkenden Mädchen. Unser neuer Mitbewohner, unser einheimischer Tourist. Der ist ein widerspenstiger Aktivist und er muss erfolgreich Anliegen vorbringen, nicht begonnen. Wie macht man das denn jetzt? Erfolgreich Anliegen vorbringen. So, wir probieren es mal mit Luna, die ist gutgläubig, oder? So, wo machen wir das denn? Wie geht das denn? Politikerkarriere, Zweck promoten. Politikerkarriere, auf, komm, das wollen wir doch schaffen. Wollen wir doch schaffen, oder? Braucht er eigentlich ein Umstyling? Was sagt ihr dazu? Ich finde den Ring ganz schrecklich. Der muss auf jeden Fall weg. Aber sonst so vom Rest, also im Fun- und Sportcenter fand ich ihn eigentlich ganz cool. Hey Luna, hör mal hier. Oh. Ich habe hier ein Anliegen. Die Vereinigung für Artefake hat ihr den archäologischen Kenntnissen von Luna gehört und sendet ihr da ein paar Artefakte mit der Bitte, deren Ursprung zu ermitteln. Luna soll ein hübsches Sümmchen erhalten, wenn sie hilft. Okay. Luna hat die leidenschaftlichen Worte von Jack angehört und fühlt sich motiviert, ebenfalls zu handeln. Herzlichen Glückwunsch, du hast deinen Zweck erfolgreich promotet. Na, haben wir das schon geschafft hier. Dann müssen wir jetzt im Briefkasten gucken, oder wo kriegen wir das Anliegen hier? Wo muss das Anliegen? Da, Autoentwickler will Luna verbieten. Nee, nee, nee. Wieso verbieten? Wir wollen das doch machen. Hier, haben wir das im Inventar oder wo ist das Krams jetzt, das wir authentifizieren müssen? Wo kann ich denn das Anliegen da irgendwie annehmen oder so? Ausgezeichnet. Das packen wir hier mal rein. Das passt da sogar noch rein. Sehr gut. Dann können wir das doch hier, da haben wir noch eins. Eins haben wir noch jetzt. Hier, komm. Authentifizieren. Do it. Was müssen wir denn jetzt machen hier? Ich verstehe es gar nicht. Was müssen wir denn jetzt tun hier? Ein Vortrag halten. Klick auf einen anderen Zimmer und wähle unter freundlich die Option Archäologie-Vortrag halten. Oh, das machen wir gleich mit der WG. Ein gutes Fähigkeitenbuch schreiben und Level 10 erreichen. Aber wie können wir das denn, wie können wir denen denn etwas schicken da? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Kristall einsetzen. Ne, ne. Kann man nur im Inventar platzieren. Kannst du auch nur selber authentifizieren. Ja gut, wir wär's mal mit dem Computer, Mädchen. Wenn jetzt hier so viel arbeiten muss, können wir immer nicht den Gemeinschaftscomputer daneben. Eigentlich lila als Computer. Dann kaufst du dir mal ein. Wir haben eh so viel Kohle, das ist unglaublich. Warum? Ja, warum? Warum? Weil Hanna im Lotto gewonnen hat. Ist kein Scherz. Die hat 1 Million Simoleons im Lotto gewonnen. Ist wirklich kein Witz jetzt, ne? Wir hatten das echt. Die Meldung kam in einer Let's Play-Folge. Falls ihr die verpasst habt, echt gehabt. Komm, wir holen uns einen gemütlichen Stuhl. Also wir müssen wirklich hier, das sind ja wirklich die Rich People hier. Wir müssen mal ein bisschen was abgeben an diese Goldstones. So, komm, wir nehmen jetzt einfach mal da so einen Stuhl. Dann kannst du da jetzt mal... Was machen wir denn jetzt? Was müssen wir unter freundlich... Ne, wir müssen jetzt ein Buch schreiben, genau. Ein Buch weiterschreiben, Artefake. Das müssen wir machen, Luna.
Zählt das auch noch? Zählt auch noch, sehr gut. Zählt auch noch, okidoki. Du musst dich mit einem Unbekannten in drei verschiedenen Stadtvierteln vorstellen. Ja, und welche haben wir schon? Das ist jetzt mal die Frage. Einem Freund den Wohnungsschlüssel geben und dreimal an Essensständen bestellen. Okay, wie machen wir das denn jetzt? Unser städtischer Politiker. Wir müssen jetzt hier gucken, dass wir das hier hinkriegen. So, also wir müssen jetzt hier einen Wohnungsschlüssel geben. Komm, wir geben jetzt einfach der da einen Wohnungsschlüssel. Die Arme. Spende geben. Nee. Wir sind aber Wohnungsschlüssel. Ach so, einen Bekannten. Ja, da müssen wir jemanden anrufen. Wen kennst du denn? Den kennst du denn? Guck mal, den Blue oder so. Oder den Brownie kannst du einen Schlüssel geben. Der Lila, die hat ja schon, die wohnt ja schon. Die Lia. Guck mal, die Lia, die kennst du doch. Dann ruf die da mal an hier. Hallo Lia, kannst du mal bitte vorbeikommen? Ich hätte einen Wohnungsschlüssel. Ich hoffe, du hast noch keinen, ja? Kommst du mal vorbei, bitte. Dankeschön. So, Lia schläft. Klasse. Ja, dann ruft er nachts um 5 auch an, der Trottel. Danke. Beleidigen mich schon meine Sims. Du ziehst irgendwann das Schwert raus. Ja, und Lila, du auch. Seid ihr schnell schlafen gegangen, ne? Obwohl Daniel wieder spielen will. Hier, Angie. Und was ist es hier? Schlecht, aber gewöhnlich. Naja, gut. Können wir das auch noch da irgendwie reinpacken? Geht nicht, ne? Eieiei. Doch, das passt sogar noch. Hey, das ist ja toll. Dann machst du jetzt das Buch weiter. Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier, oder? Oder sieht es nicht gut aus? Denkst du an Marvin? An deinen Großpapa? Ja. Und einen Brotpudding. Den hast du immer noch im Inventar, ne? Aufs Klo musst du auch. Rib! Ja, weil der gute Schatz ist ausgedacht. Ja, ja. Und du? Brownie? Guckst du nach dem Brownie dann, wenn du deine Hausaufgaben hier fertig hast? Deine Hausaufgaben. Ich will so ungern reisen, weil immer der Ladebalken kommt. Das nervt mich voll. Komm, probier's nochmal bei Lea, vielleicht ist sie ja schon wach. Gut, jetzt noch nicht vielleicht, aber vielleicht später. Was fehlt dir denn noch? Gehst du auch mal auf Klo, bevor die alle hier kommen. Verwenden und spülen bitte auch. Ja, das wäre mir ein Anliegen, dass ihr immer schön spült. Ich hab so ein schönes Bad hier bekommen, dann müsst ihr auch spülen. Ja. Ja, du kannst auch erstmal auf Klo gehen, dann spielen. Ja, willst du jetzt auf Klo gehen oder was? Ja, geh dann mal. Jetzt komm, das ist kein Witz jetzt hier. Geht doch. Die gucken dir auch nicht zu. So, Luna, du bist noch wach. Für immer wach, für immer wach. Ja, so ist das mit Ohrwürmern. Du hast kein Job. Du hast doch den Job. Gutes Fähigkeitenbuch über Archäologie schreiben und erfolgreich Archäologie-Vortrag halten. Den Vortrag halten, das ist jetzt eine Challenge. Da kannst du doch mal machen hier mit ihm. Ja, mit unserem Putzmann. So, unterfreundlich ist das Ding. Wo denn? Wo denn? Wo ist das denn bitte? Über Frühgeschichte reden. Archäologie-Vortrag halten. Das ist ja hier gar nicht. Das ist ja gar nicht hier dabei. Dann reden wir mal über die Frühgeschichte, oder wo ist das? Ich bin zu doof. Ich finde nichts. Gibt es auch nicht. Frühgeschichte reden. Das ist doch auch ein Archäologie-Vortrag, oder? Klicke auf einen anderen Sim, wähle unter freundlich die Option Archäologie-Vortrag halten. Das ist aber klasse. Danke auch. Geht ja gar nicht, du Nudel. Was denkst du dir aus hier für komische Dinger da? Kann doch nicht sein. Und freundlich, das ist doch freundlich. Manchi. Das gibt's ja gar nicht, die Interaktion. Du willst mich verarschen. Oder ich bin wieder blind hier. Wahrscheinlich schreit ihr alle, da war's doch gerade, Mann, Daniel. Ja, aber also, ich seh's halt nicht. Ich seh's wirklich nicht. Kein Spaß mal. Da ist nix. Da ist nichts, da ist schon wieder Ende. Kommt wieder von vorne hier. An und zum Fragen. Nee, ist auch nicht. Wow, ja, du wieder. Immer ihr mit dem eurem Scheiß fressen. Ihr müsst jetzt jede Stunde das Ding einstellen, oder wie? Mann, Brownie. Du alter Chiller, du. Jack, muss bei der Arbeit. Wir arbeiten heute schon zu Hause, oder? Oder nee, wir gehen. Komm, lass mal gehen. Nee, bleibt von zu Hause. Das ist gut. Spielt hier wieder Sims 1, ja.
Ja, Schagabalaga hier. Politische Street Art malen. Oh, können wir das auch hier machen im Nobelviertel? Ich glaube, das geht hier gar nicht, oder? Hier gibt es, glaube ich, keine Flächen. Politikerwitz erzählen. Nee, hier gibt es, glaube ich, echt keine Sprayflächen, oder? Ich glaube, in allen anderen Nachbarschaften gibt es eine, aber hier, glaube ich, gibt es keine. Ich bin mir aber nicht so sicher. Ich muss noch mal umgucken hier. Aber ich glaube nicht, dass hier. Da habe ich, glaube ich, noch keine gesehen, zumindest. Street Art. Nee, ist ja nicht erlaubt, wie es aussieht. Nee, nee. Hier wäre schön gewesen, ne? Hier wäre es schön gewesen. Aber da ist nichts. Da müssen wir doch mal reisen, Jungschen. Da müssen wir doch reisen. Können wir den hinreisen, halt am besten. Wo gibt's denn was? Unten im Gewürzviertel, glaube ich. Hör mir mal auf, jetzt zu zocken. Das gibt's ja mal gar nicht. Kannst du jetzt über Frühgeschichte hier reden oder nicht? Muss doch irgendwie gehen jetzt. Frühgeschichte. Nicht Frühgeschichte, Ding, Archäologievortrag halten. Das geht doch nicht. Ich kann nur Frühgeschichte reden. Red mal über Frühgeschichte, bitte. Langweile die Leute nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Wie geht das nicht? Luna ist nicht zu mies gelaunt. Vielleicht geht's deswegen nicht. Du musst kacken und schlafen. Und es schneit. Der erste Schnee ist da. Nein, so früh. Schneefall bei Sonne. Rätselhaftes Wetter. Okidoki. Es ging jetzt aber früh los. Der Herbst geht ja noch ein Weilchen. 19 von 28. Ja, hallo. Dann gehst du jetzt mal genau. Gehst du mal auf Klo mit einem. Mit deinem Cupcake-Dingens, Muffin, whatever. Na, beißt du mal rein nochmal, oder? Brotpudding? Das war's, Brotpudding. Ja, dann halt nicht. Dann gehst du schlafen. Ja, wie geht's denn der Hanna? Ich muss auch auf Klo. Ich brauche nochmal ein Klo hier. Geh mal schnell auf Klo. Und du? Ich setz hier mit dem Popcorn. Dein Frauchen will schlafen, deine Freundin. Ich ruf gleich die Polizei. Ja, wie geil. Und jetzt geht's wahrscheinlich, oder? Zweck wählen. Haben wir doch schon. Nee, da kann man jetzt auch nicht hier. Da müssen wir jetzt mal. Komm, ruf mal die Lia an. Einladen abzuhängen. Die Lia, bitte. Ich bitte darum. Do it. Komm. Ruf an. Es geht auch mit dem hier. Hast du das Handy in der Hand oder was? War gerade in der Schüssel da dran geklebt. Jetzt kommt die auch noch. Guck mal, die schneller da, als du hier rüber in die Küche laufen kannst. Da ist es schon. Wohnungsschlüssel geben. Ganz genau, was müssen wir ja machen? Einem Freund den Wohnungsschlüssel geben. Hallo, Lea, hast du doch keinen Schlüssel bekommen von den Ladies. Hier kriegst du von mir einen. Da hast du den, guck mal, riesengroß. Super, danke. Yay, dann gehen wir in die Stadt, Lea, oder? 3 Essensstände bestellen und unbekannten Stadtviertel vorstellen. Was müssen wir denn bei der Arbeit machen? Politikerwitz machen, nicht Polizistenwitz. Wo ist denn das? Lustig. Politikerwitz gibt's nicht. Es gibt nur Polizistenwitz. Mal gucken, ob das auch zählt. Geht er hier in Hannas Bett? Hallo? Bewegung. Raus mit ihr. So. Mystische Gunst. Luna Glee 8 Simoleons bekommen von der alten Statue. Die Bar steht hier immer noch mittendrin, ne? Ja, Lea, na, bei uns schneit's hier und seine Schonne, du. Wie man das grüßt. Bla, 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 bla. Ist das erzählt es jetzt? Nee, jetzt ernsthaft? Politikerwitz, und dann mache ich einen Polizistenwitz und das, klappt dann auch. Okay, gut. Ja, also gut. Also ist ja alles in Ordnung. Komm, dann gehen wir jetzt durch die Stadt. Zieh dich mal um, zieh dich mal an. Ist das schon dein Kalt-Outfit? Ja, wirklich schon dein Kalt-Outfit, das gibt's ja nicht. Ja gut, dann okay.
Dann reisen wir. Dann reisen wir direkt. Komm, wir reisen mit euch. Ja, ja, ja. Komm, 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 komm. Chakalaka hier. Wir gehen durch die Welten. Durch die Welt. San Myshuno, wir sind ja hier. Und wir gehen jetzt mal hier ins Gewürzviertel, würde ich sagen. Wir gehen mal hier ins Jugendhaus. Das ist mal ganz cool. Die Lulea nehmen wir mit und vielleicht auch mal die Lila. Die anderen dürfen zu Hause bleiben. Ja, dass wir das mal vorankriegen. Dieses einheimische Ding habe ich ja auch noch nie gespielt. Politikerkarriere habe ich noch nie gespielt. Nicht richtig. Und dieses Street-Art-Zeugs, das wollte ich eigentlich mit Nico machen. Der soll ja unser Künstler werden, aber der hat ja eh schon DJ und tanzen und alles hier auf der On-The-List. Oh, wie schön. Voll toll. Oh, das Jugendhaus hier mit Lichterketten und so. Wie toll, wie schön. Wow, Madame Urban hier auch mal. Wow. Mit Wimpeln. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Guck mal, sogar da oben sind die Lichterketten. Da zieht Nico ein, wenn dann... Hey, willkommen in der Gruppe Fettweg-Jack. Fettweg-Jack. Da sind ja gar keine Verkaufsstände. Doch hier, guck mal. Da gibt's was. Getränk bestellen. Bestell mal Kamillentee. Und dann müssen wir den Street Art malen. Du bist auch schon wieder unwohl hier. Da gibt's auch mal. Das kann man nur restaurieren. Ich will doch ein eigenes malen, bitte schön. Da gibt's hier ein eigenes. Guck mal, hier gibt's ein eigenes. Jetzt müssen wir ein politisches Street Art malen. Genau, mach das mal. Komm, dann machen wir erstmal das Street Art. Sonst schläfst du mir wieder weg, bis du da drüben bist. Dann sprayen wir jetzt hier mal das Dingens hier an. Komm. Oh, Gamestar, ja, ich bin schon müde. Jetzt hallo. Chill mal. Voll das schöne Wetter und du stehst hier im Schatten, ich weiß, und es regnet, okay. Sprühe mal ein bisschen, wir kommen später wieder. Oh, das ist ja schon was. Machst das erste Mal jetzt. Lila, was machst du? Oh, schon wieder hier am Kochen hier. Das ist ja toll. Hier im Jugendhaus, ne? Den Jungs und Mädels hier das Essen wegschnappen oder was? Naja, es sieht ja ähnlich. Wir hätten auch da reingehen können, Check. Hier kann man auch malen. Das ist mein Jugendhaus, habe ich mal gebaut. Könnt ihr euch angucken hier im Channel und natürlich runterladen in der Galerie. Falls ihr das mögt, falls ihr das wollt. Ja. Und wie steht's? Wie geht's? Wie steht's? Ja, geil. Ja. Street Art Künstler hier. Man müsste aber auch so aussehen. Man müsste das Outfit mal ändern. Dann müsste es so aussehen wie so ein Punk hier. Oder so ein bisschen zumindest. Komm. Voll klischeehaft. Weiter Street Art malen. Zählt das nicht schon als? Ich hab doch schon gemalt hier. Guck mal, schon politisch hier weiß. Komm. Ja, genau. Ja, so sieht's aus. Ja, voll der Sprayer. Ich bin jetzt voll der Sprayer in der City, ja. Ja, machst du nochmal hier. Oh, hast du dir wieder in die Augen hier reingesprüht, hier, du Trottel. Ich liebe euch doch. Wow, das ist auch ein schönes Bild, oder? Das kommt aufs Cover hier. Chakalaka, yeah. Wir brauchen so ein bisschen so ein City-Sim. Irgendwie haben wir noch gar nicht richtig. Schon wieder. Eieiei, Daniel macht halt Screenies, ne? Dann hackelt immer ein bisschen. Ach, so ein Schirm, das ist ja voll uncool. Was machst denn du jetzt? Hallo? Weiter malen. Du gehst jetzt da rüber. Hallo? Da zurück. Ab mit dir zurück. Und verbuggt ist er hier. Nee, ne? Komm, weiter. Weiter mal. Aber wir können es auch in der Gruppe machen. Komm, wir machen es in der Gruppe. Vielleicht hat Lila ein bisschen Künstlerfähigkeit oder so. Man weiß es nicht. Glaub nicht. Nee, das ist ja gar nichts. Das ist gar nichts. Null. Nada, niente, zero. Das ist gar nichts hier, oder? Heißt das nicht? Ja, malen heißt die doch, oder? Nee. Nixen. Sehe ich nur. Komm, dann helft dann mal zusammen hier. Komm, ruf mal die auch nochmal hier hin. Hier hinbringen. Alle kommen mal und helfen mit. Luna auch, komm. Komm, wir müssen mal zusammen hier, hallo. Komm zusammen, dann zählt's auch, oder? Weiter zusammen hier Street Art malen. Komm bitte, do it. Do it, do it. Mit der ganzen Gruppe hier, komm. Schatzilein. Schaffst du schon. Lia kommt auch mit. Guck mal, die kommt auch mit. Achso, du bist ja eigentlich nur mit Lia da, ne? Ich glaube, die anderen sind jetzt nicht in einer Gruppe, aber ist egal. Zu zweit geht's auch. Lia ist bestimmt künstlerisch ein bisschen, oder? Hat die mal gemalt oder hast du die, glaube ich, mal Geige gespielt als Kind?
Stell deinen Teller jetzt aber nicht auf das Ding. Nee, ich dachte schon. Ich stell den Teller dahin. Lila kommt auch, guck mal. Jetzt hast du 100-mal die Interaktion hier drin. Ja, komm, halt mal ein bisschen hier. Traut euch. Es kann nur gut werden. Das ist auf dem Kopf, aber ist okay. Ich glaube, das ist der... Achso, nee, das ist der dieser Protest gegen diese Wälder da, oder was? Gegen diese Wälderabholzung. Ja, ja. Stopp die Braunkohle. Oder was? Ist halt ein bisschen spät dran. Ihr wird euch machen jetzt hier, ja? Ich weiß nicht, im Weg oder wie. Dann sprühe halt da, wo du bist hier. Komm, es klappt schon. Für die Sprayer-Gang. Hallo, was macht ihr? Ich will keine Sprayerin sein. Ich habe kleine Kinder, die können mich verhaften, ja? Und du? Ich weiß auch nicht, was ich hier mache. Was sprühe ich eigentlich? Sprühst du? Kommt schon die Polizei. Ich höre die schon. Ja. Voll der Sprayer-Guy. Ich höre schon die Polizei. Hilfe. Komm, mach mal ein bisschen hin. Ja, der kann ja nicht so lange dauern hier. Mal hier. Komm, steht schon wieder am Weg rum. Was habt ihr es bald geschafft? Da müsst ihr noch ausmalen. Was habt ihr denn jetzt? Chillt mal. Ich mach doch jetzt mal weiter. Echt mal. Wer ruft denn hier an? Sky, hi. Natürlich, Schwesterherz, wir gehen mal ran. Hey, wie läuft's denn mit deiner Leandra, da mit deiner Polizeischöpfung, die du rumknuscht hast im Urlaub? Aber weißt denn du, dass ich als gut die Let's Play-Folgen von Daniel, du Hörni? Ja, Hörni, verstehst du Alien-Witz und sowas? Nie voll die Hörnis wie Aliens. Das ist ein bisschen hell. Deswegen meine tolle Beleuchtung wieder wahrscheinlich. Mein Kopf fühlt sich an wie ein Quirl. Was guckst du denn da wieder? Kochst denn? Du bist immer hier am Kochen, oder was? Immer nach Hause, komm. Das war ein Witz, das war ein Witz. Schatz, das war ein Witz, komm zurück. Das war nur ein Spaß, jetzt komm, lass dir natürlich weiter gucken, ja? Guckst du mal weiter, sorry. Ich verarsche ja auch noch meine Sims hier. Hier gibt's gar keine Holo-Maschine. Doch, gibt's auch, oder? Gibt's nicht? Bei den Nerds gibt's bestimmt eine Holodeck-Maschine. Guck mal, hier gibt's eine. Wieso gibt's denn da immer eins zum Ding hier? Ja, mach das mal. Do it, do it. Oh, da gibt's auch was zum Essen. Kannst du mal alle zum Essen rufen dann? Seid ihr fertig? Nee. Jetzt lässt du die Ladies hier weiter sprayen, oder wie? Nee, ne? Das kann aber nicht sein. Bist du unwohl? Ja, dann ruf du mal die Boys and Girls hier. Ruf du die mal zum Essen. Und dann machst du da. Was ist das für ein Tee? Gesunder grüner Tee. Das ist gut. Hallo, komm mal zum Essen, ich bin müde. Ja. Ihr auch? Kommt ihr alle? Lila, komm! Ah! Hast du dich mit Blue angesprüht hier, angesprayt? Lass den das mal hier selber fertig machen. Der soll hier das fertig machen, sonst zählt's vielleicht nicht. Vorführung beurteilen oder Kolumne schreiben. Was ist das denn schon wieder? Was für eine Vorführung müssen wir hier wieder beurteilen? Was für eine Vorführung? Eieiei. Ist das so eine Vorführung von diesen Dingern da? Vorführung beurteilen. Probier dich mal hier freundlich vorzustellen. Aber sonst weiß ich hier nicht, was eine Vorführung sein soll. Wieso gibt es denn da keine Info dazu? Was ist denn das hier schon wieder? Wir sind doch hier Kunstkritikerinnen, aber das ist doch keine Kunstvorführung. Da kann man noch die Aura aktivieren, wie toll. Das sind diese Poster aus der Stadt. Habe ich da irgendwo ein Gemälde oder irgendwas? Ist irgendwie ein normales Gemälde? Nur diese Poster-Dinger da, ne? Aber ist ja keine Kunstvorführung. Dachte ich, vielleicht gibt es hier irgendwie... Dass sie das irgendwie beurteilen kann oder so? Ne. Was will denn jetzt machen? Was will denn jetzt machen? Ich weiß auch nicht. Geht auch nicht. Wieso sitzen du jetzt da allein rum? Eieiei. Eieiei. Du brauchst unbedingt hier ein bisschen Schlaf noch. Ja, aber nächstes Mal geht's dann weiter mit unserer Chaos-WG hier. Wunderschönen Sonnenuntergang in San Myshuno.
Ich bin Daniel von SimFancy. Daumen nach oben nicht vergessen und wir hören uns dann in der nächsten Folge oder natürlich dann jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Falls ihr noch mögt, dann ganz viel Spaß. Bis dann, macht's gut. Ciao.